So, wir haben unsere Medipacks und die Waffen jetzt schon ausgewählt. Wir haben beide die Shotgun, wenn ich mich nicht vertue. Ja, ich muss nur kurz in der Waffe. Du hast die Schrot oder was? Ja. Soll ich die nicht mehr? Ja, die MP ist eigentlich für den Arsch, deshalb nehme ich auch einfach mal die Schrot. Weil die MP kannst du da nicht richtig benutzen. Gut. Louis steht da noch. So. Der wird schon kommen, hoffe ich mal. Da geht es rein. Okay, mal schauen. Ja, auf jeden Fall ist es mal schön, wieder Left 4 Dead zu spielen. Habe ich gerade Louis abgeschossen? Keine Ich Ahnung. glaube ja. Ich habe es extrem lange nicht mehr gespielt. Also zumindest Left 4 Dead 1 nicht. Letzte Mal habe ich Left 4 Dead 2 gespielt und das war schon, ist schon ein paar Monate her. Ist bei mir nicht anders. Ich habe es ja damals auf der Xbox gespielt, mit meinem Bruder immer, an einer Konsole. Und das ist auch schon ziemlich lange her. Aber es war halt echt, es hat richtig Spaß gemacht. Es hat nur auf Koop ausgelegt ist und das merkt man auch. Ja, und es ist nicht, ich habe keine Boomer. Ahnung mal. Schön. Oh, bei mir. Da. Kommt ihr wieder hoch? Oh, ich weiß nicht, wohin wir müssen. Ja, eigentlich runter würdest du. Ja. Dann gehen wir doch mal einfach mal runter. Da, ich habe die Treppe gefunden. Ja. Zum Glück war meine Munition leer, sonst hätte ich dir voll in den Rücken geschossen. Ja, das wird noch oft genug passieren. Und denk dran, mit Rechtsklick kann man auch die Typen wegstoßen. Genau. Sehr praktisch. Oh, Louis wurde vom Smoker. Smoker. Immer auf den Schwarzen. Ja, genau. Ja, ist auch komisch, dass jetzt hier keiner den Schwarzen spielt, aber. Ja, uns fehlen halt leider Spieler dafür. Hinten ist Also, wir müssen Molly. mal schauen, ob wir vielleicht. Ich meine, es ist ja Level ausbelegt, also können wir auch noch Spieler hinzunehmen, ne? Wenn. Die Bots sind Hunter. Die Bots sind nämlich arg doof bei diesem Spiel. Yep. Wie man sieht. Deshalb können wir uns auch einfach mal noch ein, zwei Spieler hinzuholen. Und ich glaube, dann wird es einfach lustiger. Müssen wir mal schauen. Vielleicht Jo. schreibt ihr auch einfach mal in die Kommentare, ob wir noch einen hinzunehmen sollen. Oder ob so wir mit den netten Bots weiterspielen sollen. Können uns natürlich jederzeit auch eine Nachricht selber schreiben. Hier ist noch eine zweite Pistole. Ja, habe ich genommen. Ah, okay. Louis hat kein Medikit oder hat er es schon verbraucht? Hat er wohl, ja, hat er schon gekauft, vermutlich wegen dem Hunter. Ja, und dem Smoker. Irgendwie, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber die Gegner gehen halt immer nur auf den Schwarzen. Jetzt sei man hier nicht so rassistisch. Was? Oh, Scheiße. Was habt ihr denn gerade hier gemacht, ey? Ach, wir haben Boomer. Wir hatten Boomer-Flüssigkeit ab. Ich? Wir könnten auch eigentlich die ganzen Special Monster erklären. Der zum Beispiel. Ja, Smoker. der Boomer zum Beispiel, das ist dieser Fettklops, der explodiert und. Wenn er explodiert, hast du Flüssigkeit auf dir, das Monster anzieht. Er kann es halt auch genauso spucken, also er ist beim Explodieren, es ist immer im Umkreis und er kann es selber noch spucken. Ziemlich übel. Dann haben wir noch den Smoker. Der zieht mit der Zunge einen ran, macht ihn dabei halt handlungsunfähig und wenn er stirbt, also wenn er getötet wird, explodiert er in der Rauchwolke und man sieht halt kaum noch was. Jo. Da hinten sieht man gerade den Hunter. Und da haben wir zum Beispiel, der auf mir liegt, das ist Der Hunter, der springt einen an, macht einen halt auch handlungsunfähig und extrem viel Schaden. Der macht wirklich am meisten Schaden. Ja, lasst einfach nach unten. Immer wenn ich hier durchkomme. Ich bin ja wieder am Abkratzen. Ich brauche Ja, Hilfe. ich hab's gesehen. Danke. Das war schnell nach unten. Ab in den Schutzraum. Ja, den Zombie kill ich noch. Und
das war's schon mit der ersten Folge. Zumindest mit dem ersten Part hier. Also, wie nennt man das? Level. So. Kapitel, Level, was auch immer. Kapitel, Level. Ihr wisst, was ich meine. Wieso So, ihr halt null dann. Schaden? Ja. Das muss man erstmal schaffen. Die war die ganze Zeit hinten und. Ja. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Ich bin noch verletzt, aber Schmerzmittel. Louis schnappt sich ein Erste-Hilfe-Kit und das Erste, was er macht, verbindet sich. Ja, ich verbinde mich auch. Man sollte sich halt verbinden, aber naja, ist halt rausgeworfen, wenn man sich gleich verbindet bei manchen. Ja, aber ich habe so wenig Leben, dass Ja, das klar. vielleicht ganz praktisch wäre. So, das schnappe ich mir. Wir haben ja eh nur noch die Waffen. So, ich nehme jetzt mal die MP und zeige euch mal, wie man damit umgeht. Ja, du zeigst uns, wie man damit umgeht. Also ich gehe gleich mal nach hinten. Ich habe keine Lust, dass ich die Kugeln abbekomme. Ja. Genauso macht man das und dann wird man von hinten von dem Zombie niedergeknüppelt und von der Seite. Ah, nicht so. Keine Ahnung, die Waffe ist einfach so ein Schrott. Aber wenn ich das gerade so hier spiele, ne, genau, da merke ich eigentlich nicht so einen großen Unterschied von der Grafik zu Left 4 Dead 2. Ist ja an sich auch keiner. Ich meine, es ist ja genau dieselbe Smoker Engine und ich denke mal nicht, dass die da noch was verbessert haben. Oh, hier ist Ich habe Molly. ich habe auch Molly, nehme Dann aber nehme die ich mit. die, werf sie runter und schnapp. Oh, Boomer unter uns. Ja, dann. Ich wollte da nicht hinschießen, weil nicht, dass der dann explodiert und wir bekommen es ab. Schmeißt du ne? Was ist Yep. denn jetzt drin? Autsch, was war das? Das war meine MP. Nein, das war ein Zombie von ihm. Hunter? Dann mal runter. Achtung, von hinten. Ich bin gerade unten, na toll, wenn mich jetzt ein Smoker holt. Na scheiße. Ja, das war jetzt aber nicht so gut. Ich wollte ihn vorwerfen. Ich bin ein bisschen langsam gerade. So, ab nach unten geht's. Smoker. Ach, Von der hier hat runter Louis. in die U-Bahn. Wo ist denn das Smoker? Ja, er ist schon tot. Ah, gut. Der hat natürlich wieder den Schwarzen geholt. Ja, jetzt reicht's, oder? Aber echt. Über sowas macht man keine Witze. Subway-Tickets. Jetzt krieg ich Hunger. Hat er dir gerade die Alter. Pillen gegeben? Ja, ich krieg die ganze Zeit Pillen. Sollte die nicht eigentlich ich? Ach, ich hab noch welche. Nein, ich hab keine. Wo sind meine Pillen Wenn die hin? Pillen benutzt, weißt du, wenn die dann ein bisschen loslegt. Ne? Ja, Wisst ihr, dann. was ich meine, ne? Kommt ihr mit nach oben? Irgendwie sind alle Zombies weg. So, jetzt kommt die schöne U-Bahn-Stelle. Boomer. Sorry. Geh vielleicht hier in die U-Bahn zurück. Ja, wollte ich gerade machen, wenn ich die finde. So. Brennender Hunter, das ist halt auch so geil, dass man damit seinen Schaden steigern kann. So. Dann mal weiter. Ganz leicht. Da unten ist wieder Munition. Ja. Und zwar, ich brauche auch. Ja. Bei der MP geht die Munition ziemlich schnell leer. Ich wurde vom. Ja, ist eh schon tot. Ist halt so ein Scharfschütze. Boomer. Hier hinten sind zwei Rohrbomben. Nimm eine und wirf eine, oder? Hä? Ja, werf mal einen, wo? Hier. Wunderbar. Und jetzt ja aufheben sollen, die war verschwendet. Auch mein Fehler, ne? So. Jetzt müssten ziemlich viele Zombies kommen.
Okay. Oh, neue Waffen. Ja, neue Waffen. Jetzt wird's interessant. Wir haben hier einmal ein M4A1, also ein Sturmgewehr. Nicht ein ganz M4A1. Eine Auto-Shotgun und ein Jagdgewehr. Und ich nehme wie immer das schöne Jagdgewehr. Einer muss es haben. Auf Ja, jeden ich glaube, Fall, das der ist Bot auch ist damit der so. Beste. Ich habe schon wieder, ich kriege von immer Schmerzmittel und Pillen. Weißt du, die sollen die alle mal behalten. Ja, haben sie mir auch gleich in die Was Hand hast du ge. denn für eine Tank! Auto-Shotgun? Also da kam gerade eine Meldung, dass ein Tank kommt. Ja, der dürfte jetzt hier nicht da. Nee, das ist Boomer. Smoker auch noch. Wo ist denn der? Da hinten. Das ist der Tank. Ja, Tank sieht man, was der macht. Der stürmt auf die Gegner zu und rammt alles weg, was es nur gibt. Und ich bin am Boden. Ja, ich muss hier erstmal. Ich will nicht unken, aber ich bin tot. Ganz tot? Ja, yep, ganz tot. Ja, konnte dir nicht helfen. Sorry. Jojo. Schnapp dir halt noch meine Sachen, die da liegen. Medikit und Pillen eigentlich. Ja. Wir können kein Medikit, nur Louis könnte Medikit gern aufnehmen. Wenn ich heil dich halt. Dann schaue ich mir Wahrscheinlich. gleich mal das Level hier noch an. Jetzt wird der Louis halt das Medikit nutzen, da können wir Du wetten. dürftest eigentlich einen Charakter übernehmen. Nein. Nicht? Ist das nur Oh. bei Left 4 Dead 2 so? Du guckst aber zu, ne? Ja. Gut, dann kannst du von meiner schönen Perspektive zugucken, wie ich die alle niederramme. Bin ich drin? Gut. Ich höre eine Witch. Ja, ich bekomme eine Meldung. Ich kann mal schauen, wo sie ist. Moment. Und ich weiß, dass hier ein Tank ist. Nee, wenn wir gerade eben Tank hatten, dann bekommen wir jetzt nicht noch mal einen. Die Witch ist genau ein Stockwerk über uns an so einer Tür, die muss man töten, weil die mitten in der Tür steht. Okay. Da unten Ja. bin ich, glaube ich, drin, oder? Du bist gleich drin. Ich hatte eh vor, alle Witch zu töten. Ich muss jetzt hier aktivieren, ans Geschütz gehen. Und dann wird drauf losgeballert. Zoe wurde von einem Smoker unten. Ja, was ist denn das für eine Scheiße, bitteschön? Das war jetzt nicht so gedacht, denke ich mal. Ja, was. Das ist die Fähigkeit von Bots, ne? Ah, könnte ich die umbringen? Nee. Und Louis rennt wieder hoch und hat Zoe unten nicht geretzt. Jetzt hängt er irgendwie in den Mobs drin. So, das war's. Louis schafft es nicht alleine. So leicht kann man sterben. Ja, das war ein Scheiß-Level, aber eindeutig die Bots dran schuld. Da sie doof gelaufen sind. Also einfach weggelaufen. Unten wiederbelebt und ich stand oben. Naja. Kann man nichts machen. Naja, man sollte halt von den Bots hier wirklich nicht allzu viel erwarten. Die sind, wie wir schon angesprochen haben, extrem dumm. Ja gut, dann machen wir es mal im Schnelllauf, das Level so. Ich schaue hinten, ob eine Rohrbombe da ist. Diesmal nicht, nein. Soweit. Ups, das warst du. Ja. Soweit ich weiß, aber dürften auch keine schweren Gegner da sein. Hier hinten sind Rohrbomben. Nimmst du eine Rohrbombe oder soll ich noch eine nehmen? Nimm du eine, ich hab Molo. Okay. Kann sein, dass ich gleich von einem Smoker gecrappt werde. Nee, doch nicht. Hier war nämlich irgendwo einer. Hier ist noch Schmerzmittel, nehme ich mal. Und zwei Rohrbomben.
Ich nehme mal eine Rohrbombe. Ich habe auch gerade eben eine genommen, ich werf sie oben weg. Dann nehme ich wieder meinen Molly. Hunter! Oh Scheiße! Genau wenn ich um die Ecke renne. Ja. Jetzt kommt von hinten eine Welle. Ich kann einen, geht aber ja weg. Warum rennen die denn nicht da? Suboptimal war das. Hier liegt noch eine Rohrbombe und dann lass jetzt los. Ja. Habe ich genommen. So. Okay. Weiter geht's. Gut, also ich denke wirklich, wir nehmen noch einen Spieler dazu. Müssen wir mal schauen, wer das sein wird, aber. Sie wird macht halt auch mit mehreren Spielern bei weitem mehr Spaß. Ja. Und sie wird. Der Spieler. Ah, auf jeden Fall besser wird der Spieler sein als diese Vollidioten von Bots. Wobei man halt sagen muss, dass das auch nicht schwer ist. Ja. Genau das wollte ich damit ausdrücken. Mal schauen, wie sich das jetzt hier halt tut. Kann sein, dass wir danach auch noch den zweiten. Warum bin ich jetzt? Du hast mich abgeschossen! Ja, du bist immer im Weg. Hunter? Gott, ich war doch gerade eben noch fast voll. Mach dir mal ein Medikit, ja. So, neue Waffen. Irgendwo erkenne ich die Zähne. Hier ist noch ein Molly. Ich habe eine Rohrbombe, nimm du den Molly. Ich habe schon einen Molly. Achso. Ich. Ja, ich Smoker. Nehme trotzdem das Jagdgewehr, ist einfach geil. Du kannst eben mit dem Jagdgewehr gerade die ganzen Hunter und so weiter direkt außer Gefecht setzen. Jo. Mit nur einem Schuss. Boomer und eine Welle. So, was ich vorher eigentlich sagen wollte, je nachdem wie sich das hier halt tut, werden wir vielleicht auch noch das zweite, also Left 4 Dead 2 spielen. Ja. Müssen wir dann halt mal schauen. Müssen wir auch schauen, wie viel Lust wir drauf haben. Ja. Also was mir an Left 4 Dead 2 eben gefällt, sind die neuen Waffen. Hier gibt es eben eine Handvoll Waffen, mehr nicht. Das ist wirklich nur eine Handvoll. Also eigentlich haben wir jetzt schon alle Waffen in dem Spiel gesehen. Und wir müssen mehr Sachen werfen. Ich habe zwar noch eine Rohrbombe, aber da liegt noch ein Molo rum. So. Ja, ich werf hier oben gleich rein, je nachdem. Ja, schön. Was hast du reingeworfen? Molly. Ja, ich hätte eine Rohrbombe reingeworfen. Ja, aber das ist Schwachsinn. Die Rohrbombe brauchen wir vielleicht noch. Wo liegt denn das Molly hier unten? Hinter dem... Ah, hab's. Danke dir. Was halt bei Left 4 Dead 2, ach Gott. Ich hab dich schon wieder getroffen. Ja. Leider Gottes so scheiße ist, die deutsche Version. Weil bei so einem Spiel willst du einfach Gliedmaßen rumfliegen sehen und Co. Das macht halt das Zombie-Genre aus und das hast du in der deutschen Version halt kein bisschen da. Ja, nun ist die Uncut-Version schon echt heftig. Und wenn, werden wir eh die deutsche Version spielen, ne? Geht ja, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr anders, weil egal welche Version du dir holst, ist immer die deutsche. Auf Steam auf jeden Fall, du kannst die gequackte Uncut-Version spielen, meine ich. So, den Raum kenne ich auch. Hier ist links von uns eine Witch, aufpassen. Ja. Ich habe sie aufgeschreckt. Ja, du standest fast neben ihr, sage ich mal. Ich sterb jetzt. Nö. Helf mal schnell, Louis, du wirst ja eh schon gerettet. Ich schmeiß eine Rohrbombe rein. So, bitte noch nicht den Schalter umdrehen. Mal ganz kurz. Was haben wir hier? Schmerzmittel? Ja, zweimal.
Ja, dann schmeißt Louis eine Partie Schmerzmittel rein. Wo ist denn Louis? Der verbindet sich. Ja, gut. Ich gehe ins Geschütz. Drehst du den Türschalter? Jo, ich schaue noch, ob hier noch Rohrbomben oder nee. Ah, Moment. Sonst, ah, hier. Okay, ich mach den Schalter dann. Sollten hier nicht eine Masse von Zombies kommen? Oder? Eigentlich ja. Ja, ich glaube, die haben ja letztes Mal schon getötet. Dann zählt das als Special Event und wir können sie nicht noch einmal töten. Okay, so ein Schwachsinn dann. Ja, mit den ganzen schweren Mords ist das auch. Da das war früher aber nicht so, oder? Einen Mocker. So nennt man den. Und wir können auch weitergehen. Ich nehme mal noch den Kerosin. Oh, scheiße. Lustig, lustig, tralalalala. Ja, es ist ja auch bald Weihnachten, ne? Stimmt. Weihnachten. Wir werden auch. Ja, was war das? Ein fliegender Zombie. Cold Drinks. Einen Weihnachtsspecial oder so machen. Wir haben uns noch nicht so ganz was ausgedacht, aber wir werden auf jeden Fall irgendwas so in die Richtung machen, denke ich, ne? Jo, auf jeden Fall. Und ja, genau. Und Geschenke gibt es vermutlich nicht, ne? Nimm mal hier, hier ist eine Rohrbombe. Nimmst du? Ich habe halt noch meinen Molly. Ich werf die Rohrbombe unten raus und dann nehme ich meinen Molly. So. Mal schauen, ob hier noch irgendwie ein Medi. Fuck, da ist ein Tank im Klo! Ne, fuck! Ich brauche Hilfe. Danke, Zoe. Was macht der Tank im Klo? Tank im Klo, das ist. Ja, der war da im Klo, ich geh ins Klo rein, auf einmal steht vor mir ein Tank. Und hat mich natürlich gewonnen, hätte. Ja, das sieht gerade ziemlich übel aus. Rohrbombe wird geschmissen. Oh, das war übel. Ja. Ich bin hier gestorben. Fast. Und wir müssen jetzt mal verarzten. Hast du ein Medikit? Nee, ich hab noch Pillen. Ich nehme meine Pillen. Wir sind eh, glaube ich, gleich am Levelende, von daher. Ja, trotzdem. Ich heile noch Louis. Boomer und Smoker. Hab ich gerade mich selber geheilt? Ja, ich glaube schon. Sag ich jetzt nicht zu, ne? Rechts Nein. ist es nämlich. So. Da fährt Louis jetzt die Schmerzen. Lass uns unten rausgehen und nicht springen. Ja, unten raus, weil die Bots nicht springen können, hier an der Stelle, meine ich. Moment, ich schaue hier noch schnell in die Toilette mal komplett rein. Ja, da war ein First Aid Kit und Louis hat sich. Moment, komm. Ich brauche jetzt Hilfe. Dankeschön und dann schnell in Position gehen. Kann der mal aufhören, mich zu heilen? Ich krieg heute alles ab. Yep. Hier ist halt Rechtsklick auch extrem geil, weil du sie halt instant damit runterhauen kannst. Ja. Lol, der PC ist an. Ja, warum denn auch nicht? Windows. Und irgendeine Konsole. Und da ist sogar Steam drauf installiert. Ja, Werbung und so. Also. Oben links in der Ecke. Ja, zweite von links. So. Jetzt ist er weg. Ja. Boomer. Gut, das heißt, wir sind im Moment an Levelende, glaube ich. Ja, so ziemlich. Pass auf das Auto auf. Ach ja. Lass mal einfach zum Schutzraum springen. Sprinten. Ja, das ist die Toilette. Ah, hier. Fast das gleiche. So. Komm rein. So,
So, und das war das zweite Level. Ich Ja, weiß gar genau. nicht, wie viel gab es? Fünf, oder? Pro. 5, 4 oder 5 pro Kapitel. Ja, genau. Genau gleich viel Schaden gemacht, Luis und ich. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen besser spielen. Das war ja eine Katastrophe, das letzte Level. Ja. So, ey, immer am wenigsten Schaden. Medipack, Munition und. Heil dich mal und dann nimm, oder ich heil dich schnell und dann gebe ich, nehme ich gleich das nächste. Mach das. Lol, ich kann keine anderen Waffen. Wir haben keine anderen Waffen mehr. Egal. Jagdgewehr hat die. Kann man denen nicht irgendwie sagen, die soll eine andere Waffe? Leider nein. In Left 4 Dead 2 geht das, meine ich, ne? Weiß ich. Ich habe Left 4 Dead 2 jetzt ehrlich gesagt nie so lange gespielt, von daher. Ja, was ich an Left 4 Dead 2 geil fand, das einzige relativ war, der Multiplayer-Modus. Dass man eben wirklich im Multiplayer 4 gegen 4 oder so spielen konnte. Als Zombie dann. Das hat ganz Spaß gemacht. Hier, Zoe, nimm mal die Pillen. Du brauchst die. Ich möchte dich gleich. Weißt du, was ich mache, ne? Bitte so, heute Abend. Ich verkneife mir jetzt einfach mal einen Kommentar dazu. Das ist nämlich eine Spielfigur. Ja, deswegen, ja. Nein, Spaß, Leute. Gerne, Witch. Yep. Ich möchte die diesmal mal geordnet töten. Ja, genauso wie du sie letztes Mal ganz zufällig gepult hast. Rechts dürfte sie irgendwo sein. Ja, also, da. Bist du bereit? Warte, ich muss nachladen. Schieß die mal tot. Geht doch. Geht doch. Weiß ich Ja? bin, das ist meine erste Witch, die ich nicht, nicht gestorben bin. Ist ja auch eine Heldentat. Ja. So, jetzt kommt eine schwere Stelle. Glaube ich, hoffe ich. Komm mal auf den Lift. Bin schon da? Hast du eine Rohrbombe oder so? Nein, ich hab gar nichts. Das ist beschissen an dieser Stelle. Ich kann mich auch erinnern, dass da hinten drin welche waren, aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Normal ist es kaputt. Egal, fahr mal hoch. Ja, ich hänge am Dach. Ja, und du fällst natürlich runter, ja klar. Gut, Leiter ist schon ausgefahren. Da kommen gerade viele, pass auf. Ja, ich komme hier hoch. So, lasst mal hier stehen bleiben und die Oh. abschießen. Darum war es wohl immer kaputt. Na, Matt, drückt mich hier gerade so runter? Nee, der Schwarze. Ey, jetzt sei auch mal bitte weniger rassistisch. Ja, was ist die Idee, der stark pigmentierte? Der andersfarbige. Andersfarbige. Das klingt ja noch döver. Niemals. What the fuck? Jetzt kommen da noch Leute. Und jetzt bitte hier nicht runtergezogen werden, also aufpassen. Lol, du kannst hier hinstehen und dann fliegen die nicht hochklettern. Gott, ich glaube, ich habe vorher nicht die Munition gelootet. Hätte ich nicht. Alle Idioten. Aber ey. Smoke. Danke. Dann lass mal jetzt hier rein, weil der Smoke gerade tot ist und weiter, oder? Nicht, dass der uns jetzt hier noch runterzieht. Ja, lass mal her. Boomer, Achtung! Wo? Ist schon tot. Komm mal wieder zurück und hilf mal ein bisschen. Ich habe jetzt nur die von hinten. Weil hier kommen die auch hoch. Keine Lust, dass die uns dann in den Rücken fallen.
Was zum Teufel geht mit dem? Ein Glues? Nein, mit dem Hunter. Ich habe den immer nur so vorbeiflitzen gesehen. Ich war da müssen wir hin, genau. Und muss bei Left 4 Dead nämlich immer durch Löcher springen. Yep. Nimmst du Medikit mit? Ich habe hier nur geschaut, was hier drin ist. Nicht Medikit, Schmerzmittel. Habe ich schon. Nimm ich mal eins mit. Kann ich mir auch. Nee. Schmeiß. Ich habe keine Munition mehr. Hier ist Munition. Wo? Hier. Wo denn? Da! Hier. Sag das doch mal. Siehste? So, und weiter geht's. Ich gehe nochmal zurück und hol mir eine neue Rohrbombe. Ich glaube, hier konnte man auch aufmachen, wenn ich mich nicht vertue. Boomer von Ja, irgendwo. brauchen wir aber nicht. Wir wollen nämlich eigentlich hier durch. Ja, würde ich meinen. Ja, wo ist denn der jetzt? Also in Ah, Left da 4 hinten. Dead 2, ne, da habe ich ja, da wusste ich ja nie, wo man hin musste. Es hatte so viele Stellen, so viele freien Stellen, war sicher auch lustig deswegen, da man ein bisschen mehr Entscheidungsmöglichkeiten hatte. Allerdings wusste ich nie, wohin ich musste. Nie. Naja, so schlimm war es jetzt nicht, aber Ja, mein Orientierungssinn fällt nie. Maulwurfmäßig. Ich schieße jetzt nicht da. Ich werfe hier nochmal eine Rohrbombe runter, weil da hinten noch eine ist. Ja, hier strömt Wasser aus. Wie lange das Wasser hier schon ausströmt? Von hinten kommt eine Welle. Wo strömt Wasser aus? Ach so. Es sollte vielleicht am Boden auch mal ein bisschen sein. Nee, das verschwindet ja. Das ist ja nur Dampf. Ja, und was Einmal passiert mit rein Dampf? duschen. Free duschen. Treppenhäuser mag ich überhaupt nicht, seit ich dieses Horrorspiel gespielt. Tank, weg da! Ich wollte es dir ja gerade sagen, jetzt überleg dir mal, wenn da ein Tank hochkommt. Boomer von. Weg da, geht einfach nur weg da. Ich sehe halt. Ich hab einen. Oh fuck, ich glaube, den habe ich auf Louis geworfen. Ey, ich gehe um die Ecke und bekomme erstmal den Schlag ab. Schieß mal den beschissenen Tank hier. Ich muss nachladen. So, du machst so, ich mach Louis. Da merkt man halt schon extrem, was so ein Molly an Schaden ausmacht. Ich heil mich mal. Denk daran, dich gleich auch zu heilen. Ja, ich warte aber noch, weil bei 47 HP ist Heilen jetzt nicht so Ja, ich weiß, dass du optimal. gleich wieder sterben willst. Na, was ist das denn da? Und ab Smoke und. durch den. Achtung! Da, genau. Durch den Gullydeckel in den Abwasserkanal. Jetzt wollte ich noch eine Rohrbombe runterwerfen. Ne, Scheiße. fast keine Zombies. Ja, das mit dem Smoker sagt halt. Hey, ich gehe da einen Schritt vor und bekomme erstmal den Boomer ab. Jetzt wäre eine Rohrbombe ganz sinnvoll. Ich weiß nicht, wo ich sie hinwerfe. Ich denke mal, das ist richtig. Geht so. Aber okay. Also mit dem Jagdgewehr geht die Munition schon schnell weg. Ich heile mich kurz. Mach das. Hier ist ja neue Munition. Also. Ja, ich habe schon aufgenommen. Ich hoffe mal, wenn die ein neues Left 4 Dead machen, dass das dann auch mehr so Open World wird. Ja, vielleicht ein Modus Open World, wo man nur Zombies erschießen kann.
ja, oder einfach überleben muss, was weiß ich. Und was sie halt auch auf jeden Fall machen sollten, wäre so ein Skillsystem oder so, weil das Ja. motiviert halt extrem in so einem Spiel. Ja, es ist eh immer schön. Ich mag ja mehr in Richtung von RPG spielen. Spiele ich ja lieber. Also sowas, wo man ein bisschen mehr skillen muss, wo man Sachen aufbauen kann. So, wenn es nur. Wo du hinrennst, weil du wieder zurückgerannt. Ja, guck mal. Ich hab dich voll getroffen mal wieder. So, und ab geht die Party. Vielleicht sollten wir. Endlich. So, wo sind die Bots hin? Genau hinter dir eigentlich. Da. Es kommt Da noch ein Hand. ist irgendein Hunter hier. Ach so, der ist hier drin. Lol. Ja. Ja, ich meine, wie heißt es jetzt? Wie heißt es? Das Arma 2 von, Daisy, glaube ich, oder so. Daisy, genau. Hat das ja geschafft mit dem Open World. Allerdings, ja, brauchen wir nicht zu drüber diskutieren, dass dieses Spiel total unausgereift ist. Also ich habe es so nie wirklich gespielt, ich habe Ich es nur hab's immer gesehen, aber das. extra gekauft und gespielt. Ganz nett. Zu mehreren eigenen Festen, wenn man ein paar Addons installiert, wie dass man so seine eigene Festung wirklich doll aufbauen kann. Allerdings ist das so verbuggt an vielen Stellen. Also erstmal auf den Server drauf zu kommen, ist schon extrem schwer. Schön. Schon wieder. Ja, die. Und es hat so viele Bugs drin, dass es echt nicht mehr lustig, dass es echt nicht schön ist. Jetzt haben die ja eine Standalone-Version schon wieder verschoben. Okay. Und wir haben einen Kollegen, Zoe, eine Schweigeminute für Zoe. Ja, jetzt hat sie halt mal den ganzen Schaden kassiert, den sie in den Maps davor absolviert hat. Ja. Und das hat sie. Weißt du, was eine Schweigeminute ist? Du sollst nicht schießen. Ja, wenn Hunter auf mich zustürmt, dann. Egal. Ja, okay. Ist aus. Sterbe ich dann auch. Genau. Ja, ist jetzt eh hier Schutzraum, deshalb. Hier sind noch Ist Pillen. ziemlich egal. Pillen. Ja, Zoe ist nicht da. Ja, aber Louis. Und Wind, ey, schon wieder das gleiche Desktop-Hintergrund. Ich glaube, wir sind alle verbunden. Oh, lass mal lieber rein. Und dann. Guck mal zu. Ah, so, und ein weiteres Level geschafft. Und wir sind auch sicher fürs Erste. Fürs Erste. Fürs Erste. Welches Level ist nur nicht das letzte, ne, oder? Nee, danach kommt, glaube ich, noch. Sicher? Ja, jetzt das hier noch im Krankenhaus selber und dann das Dach, wenn ich mich nicht vertue. Okay, weil im letzten Level möchte ich da nicht mit einem Jagdgewehr stehen. Wäre nicht so toll, ne? Nee, nicht wirklich.